Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. In dieser Folge werden wir uns seit einiger Zeit mal wieder einer stillgelegten Bahnanlage widmen, deren Ursprung noch weiter zurückreicht, als man es auf den ersten Blick vermuten würde. Kommt also nun mit auf eine interessante kurze Zeitreise und wir wollen mal schauen, wie alles entstand, warum, wieso und weshalb und natürlich, wie sieht es dort heute aus. Sollten euch verlassene Orte und Lost Places hier in Ostdeutschland interessieren, empfehle ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, denn jede Woche Mittwoch, insofern nichts dazwischen kommt, gibt es eine neue Folge zu diesem Thema. Nun aber erstmal rein in diese Folge, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex.de direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch das einstige und immer noch existierende Bahnbetriebswerk Bayerischer Bahnhof. Graffiti und andere Schmierereien zieren nahezu jeden Quadratmeter dieser backsteinernen Anlage. Selbstverständlich liegt auch eine ganze Menge Müll und Unrat umher, obwohl das einstige Bahnbetriebswerk direkt neben einer gut genutzten Bahnhaltestelle und gleichzeitig der Einfahrt zum Citytunnel liegt. Aber vielleicht zieht es eben genau deswegen hier so viele Leute in seinen Bann. Mit der Eröffnung des Bayerischen Bahnhofes am Bayerischen Platz im Jahr 1842 entstand nur eine Haltestelle entfernt, noch im selben Jahr das Maschinenhaus oder Heizhaus Nummer 1. Doch keinesfalls wurde hier bloß geheizt. Ziel war es, auf den 16 Stellplätzen teils schwere Arbeiten an den Achsen der Lokomotiven durchzuführen. Der Name Heizhaus leitete sich vom Vorheizen der dampfbetriebenen Loks ab. Das beschriebene Heiz- oder Maschinenhaus war also ebenso ein Rundlokschuppen mit Drehscheibe, wie man es von anderen Bahnbetriebswerken kennt. In dieser Zeit war der Eisenbahnverkehr in Deutschland, so auch hier in Leipzig, stetig am Wachsen. Es entstand also eine Art Bespannungswerk für die neu angelegte Strecke Richtung Altenberg und Hof. Auf dieser Route ins südliche Deutschland fuhren Personen wie auch Güterzüge. Dabei machte das in dieser Anlage keinen großen Unterschied. Zur damaligen Zeit fuhr auf Schienen eben das, was dampfte. Und so war die Fracht fast schon zur Nebensache geworden. Das sollte sich jedoch erst ab 1857 ändern. In diesem Jahr erweiterte man die Anlage grundlegend und damit auch die Arbeiten, die hier durchgeführt wurden. Reparaturen und das Warten von Dampflokomotiven war schon ein tägliches Geschäft. Hinzu kam nun eine Reparaturwerkstatt für Güter- und Personenwagen bzw. Waggons. Nur 8 Jahre vergingen, als man das Heizhaus 2 errichtete, einen Rundlokschuppen mit gleich 19 Stellplätzen für wetterunabhängige Arbeiten, die nun rund um die Uhr und über das gesamte Jahr stattfinden konnten. Zwar war vorher das auch schon möglich, allerdings hatte man einfach keinen Platz mehr und somit war diese neue Anlage unabdingbar. Wir waren also nun in den Hochzeiten der Dampfindustrie angekommen. Thank you.
Die Strecke war gut befahren und so hatte das BW, wie man Bahnbetriebswerk abkürzt und auch nennt, sehr viel zu tun. Das spiegelte sich 1875 in einem nun noch größeren Rundlokschuppen wider. Das Heizhaus Nummer 2. Ein Rundlokschuppen mit gleich 19 Stellplätzen und einer über 11 Meter langen Drehscheibe. Darüber hinaus war die Anlage für ihre Zeit sehr modern. Man konnte die dampfbetriebenen Riesen dank Rauchabzug über jedem einzelnen Gleis auch im Gebäude starten. Auch wenn man mit den ganzen Rundlokschuppen und Heizhäusern durcheinander kommen kann, das hier gezeigte Gebäude entstand 1895 als Ringlokschuppen Heizhaus 1. Damals aber nur mit 10 Standplätzen, die übrigen 10 erweiterte man erst später. Der Schornstein auf der Rückseite des Gebäudes war ebenso als Rauchabzug gedacht. Manche der Rauchabzüge sind bis heute gut erkennbar. Ergänzte man das Bahnbetriebswerk nun noch um einen Wasserturm und einen Schuppen für Streusand. In den 20er Jahren wurden einige der älteren Gebäude zu Werkstätten umgebaut. Ab 1922 übernahm die Reichsbahndirektion Dresden das Heizhaus 1. Ab Oktober 1934 übernahm dann die komplette Anlage die Direktion aus Halle an der Saale. Im Zweiten Weltkrieg bekam auch diese Anlage ihre Treffer. Am 4. Dezember 1943 wurde das Heizhaus 2 fast vollständig und irreparabel zerstört. Nach dem Krieg wurde der Rest der Anlage abgerissen und beseitigt. Das hier gezeigte Gebäude überstand diese schweren Tage ohne Mühe und wurde in der darauffolgenden Zeit zum Kernstück des Bahnbetriebswerkes, zumindest bis 1952, als man es kurzerhand schloss bzw. die Schließung beschloss. Es gab keinen Bedarf mehr, da man bis Anfang der 60er Jahre sämtliche Gleise in diesem Bereich elektrifizieren wollte und dies auch tat. Ab dem 2. Oktober 1961 war dieser Prozess vollständig abgeschlossen und das BW als solches unbrauchbar geworden. Auch die Stückgutabfertigung wurde verlegt, sodass man höchstens Diesel und E-Loks hier hätte instand setzen können, aber ich konnte nichts darüber finden, ob man das am Ende tatsächlich hier auch so gehandhabt hat. Denkbar wäre es allemal. Was also in diesen 40 Jahren passierte, ist fraglich. Ich konnte nicht viel darüber lesen, aber vielleicht habt ihr ja da eine Antwort. Bis in die frühen 2000er Jahre standen die Zeugen aus dieser tüchtigen Zeit sich selbst überlassen umher, doch der Bau des Leipziger Citytunnels sorgte für den Abriss des Wasserturms und der einzelnen Werkstätten. Übrig blieb eben der hier gezeigte Rundlokschuppen aus dem Jahr 1895. Fakt ist, sollte man noch nach den 60er Jahren hier gearbeitet haben, dann waren es mit Sicherheit keine dampfbetriebenen Lokomotiven, sondern Diesel- und E-Triebwagen oder eventuell deren Waggons und Anhänger. Aber selbst dann war mit dem Zusammenschluss der Deutschen Bahn mit der Deutschen Reichsbahn zur Deutschen Bundesbahn ab den frühen 90er Jahren Schluss mit lustig. Entsprechend sieht es leider auch hier so aus. Angeblich möchte man die Anlage nach nun mindestens 30 Jahren Leerstand erhalten, was man über Relikte aus dieser Zeit nur selten seitens der Deutschen Bundesbahn hört. Die hat in den meisten Fällen nämlich nur wenig Interesse an ihren alten, meist stillgelegten Anlagen, aber das kennen wir ja bereits. Umso mehr wundert es mich, dass man eben dieses Werk hier erhalten will, aber das älteste Deutschlands riss man einfach ab. Dieses befand sich ebenso hier in Leipzig. Sollte euch das interessieren, geht es jetzt hier oben rechts zum Video.
Ich verabschiede mich jetzt zum Abschluss noch mit einigen vielen Bildern, die wir dort schießen konnten. Viel gab es leider nicht zu sehen, mit Ausnahme des immer noch beweglichen kleinen Lastenkranes im Rundlokschuppen selbst. Ich hoffe, wir hören uns eventuell nächste Woche wieder. Denkt bitte daran, im Oktober werden vermutlich bloß 2 Videos kommen. Ich werde das aber vorher auf Facebook noch ankündigen. Bleibt also auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter und dann hören wir uns schon bald wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.